Das hat aber auch was mit dem Wald, das Ding hier. Ist ja auch lost. Lange gesucht. Nach dem Wachhaus der Nazi-Größe. Hier war der Eingang. Überall Vandalismus. Eine Decke. Überall. Wie ein alter Schreibtisch. Wo einst die Papier, die Geheimpapiere unterschrieben wurden. Da unten ist der Schalter, der rote Knopf, der Alarm ausgelöst hat. Isoliert war es auch gegen Strahlung aller Art. Die Tür haben sie wahrscheinlich geklaut, das war bestimmt eine wertvolle Tür. Hier die Abweiser, dass man das Ding nicht mit dem LKW wegrammen kann. Das war natürlich schon speziell. Jetzt steht es hier und ist sich selbst überlassen. Ja, mit einem lachenden und einem weinenden Auge verlassen wir nun den Ort des Schreckens. Leute. Ja, der Eingang ist offen, Leute. Der geheime Atombunker, wo sich im Ernstfall die ganze Nazi-Führungsetage verschanzt hätte. Hinterausgang ist offen. Ja, Sauerstoffzufuhr. Hier unten zwei riesige Wassertanks. Da waren Überleben für einige Monate geplant. Während draußen die Soldaten im Feld hier die Schießscharten für den Ernstfall nur diese Schraube, da die Scharniere, auch schwebend mit Hydraulik geht der auf. Freunde, was für ein Schätzchen, das sieht man auch nicht alle Tage. Mitten im Wald. Verlassen. So getarnt, hier wäre der Hintereingang gewesen, den haben die Amerikaner wahrscheinlich weggesprengt oder die Russen.
Man weiß es nicht. Jedenfalls. Das ist der. Muss mal. Was habe ich das denn? Leute, noch mal eine Draufsicht. Lost. Ich kann auch nur so sehen. Das ist ein richtiger Lost.